Für unser Weihnachtsmenü habe ich mir drei Gänge ausgedacht. Eine Meichelsuppe als Vorspeise, danach kommt das Rinderfilet mit Granatapfelsauce und zum krönenden Abschluss eine weiße Kaffeepanna Cotta mit Schokoladensauce. Für die Meichelsuppe gebe ich Butter in einem Topf und erhitze die. Wenn die Butter heiß ist, gebe ich meine Schalotten in den Topf und meine Kartoffeln und dünste beides an. Meine Meicheln weiche ich in etwas Wasser ein, damit sie quellen können. Die eingeweichten Meicheln gebe ich jetzt zu meiner Kartoffel-Schalottenmischung dazu. Das Ganze soll jetzt 10 Minuten kochen und im Anschluss wird die Suppe püriert. Während meine Suppe gart, bereite ich meine Spätzle zu. Die gehen ganz einfach, indem ich Mehl, Spätzlesmehl, Eier, Salz und Wasser zu einem Teig zusammenrühre und die im kochenden Wasser abkochen lasse. Ich verwende Spätzlemehl, weil die Spätzle dadurch etwas mehr Biss bekommen. Etwas Salz und mit dem Wasser wird das Spätzlemehl jetzt zu einem glatten Teig verarbeitet. Wenn mein Wasser kocht, kann ich meine Spätzle in den Teig reiben. Die Spätzle sind ganz schnell gar. So wie sie an der Oberfläche schwimmen, kann ich sie herausnehmen. Für mein Rinderfilet würze ich zuerst mir das Fleisch mit Pfeffer und Salz. Gebe etwas Öl in die heiße Pfanne und brate darin mein Fleisch kurz an. Während das Fleisch brät, presse ich mir meinen Granatapfel mit Hilfe einer Orangensaftpresse aus. Wenn das Fleisch angebraten ist, gebe ich es zurück in meine Auflaufform und lösche es mit etwas Fond, Rinderfond. Das Fleisch gebe ich jetzt in den Backofen. Die Soße wird jetzt weiter abgelöscht mit etwas Granatapfelsaft und ein paar Granatapfelkerne. Es folgt noch etwas alter Balsamico. Sollte man keinen alten Balsamico zu Hause haben, geht auch Balsamico-Crema. Das Ganze wird miteinander verrührt und etwas einreduziert. Während das Fleisch gart, bereite ich die Suppe fertig zu, indem ich sie püriere und etwas Schmand unterarbeite. Zum Schluss wird die Suppe noch abgeschmeckt mit etwas Kumin, also Kreuzkümmel. Kreuzkümmel ist ein Gewürz, das in jedem asiatischen Gewürz enthalten ist. Es ist etwas frischer wie normaler Kümmel. Salz und Pfeffer. Das Ganze püriere ich nochmal auf. Und unsere Suppe ist fertig und kann angerichtet werden. Für unsere Kaffeepanna Cotta erhitzen wir Milch, Sahne und Kaffeebohnen. Wenn die Flüssigkeit erhitzt ist, stelle ich sie auf Seite und lasse sie für eine Viertelstunde ziehen. Die Gelatine weiche ich in kaltem Wasser ein
und lasse sie ausquellen. Während meine Gelatine quillt, kann ich meine Kaffeebohnen abgießen. Wenn die Flüssigkeit nochmal aufgekocht hat, stelle ich sie auf Seite, drücke meine Gelatine aus und gebe die Blätter in die heiße Flüssigkeit. Dabei ist zu beachten, dass die Flüssigkeit nicht mehr kochen darf. Den Zucker füge ich noch hinzu und die Flüssigkeit ist fertig zum Abfüllen. Die heiße Kaffeepanna Cotta fülle ich in Gläschen und stelle sie danach sofort zum Kühlen in den Kühlschrank. Für die Schokosauce wird Milch erhitzt und die Schokolade dann darin geschmolzen. Ich verwende gerne Zartbitterschokolade, weil die weniger Zucker enthält. Die Schokosauce soll immer gerührt werden, damit die Schokolade unten nicht anbrennt. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, stelle ich die Soße beiseite, damit sie auskühlen kann. Unser Weihnachtsmenü, ein himmlischer Genuss. Thank you.